Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom Walle oder Welle 3. Keine Ahnung, ich denke mal wahrscheinlich eher der Walle oder Welle mit der Karte Himmelsdorf. Erster Emil 1 und hier sozusagen Load hier im 9er 8er Gefecht. 5 9er, der Rest mit den 8ern gespickt. Und hier hat er gleich den Panther. Er ist leider noch im Reload, sonst könnte den natürlich sofort einheizen. Aber der Panther, der fährt er erstmal gar nicht weg. Deswegen kann er da auf den ballern. Der erste und zweite, der saßen mal nicht. Aber jetzt steht er da ein bisschen vielleicht schöner vorne aufs Laufrad drauf. Und zwei Treffer gingen dann da durch und die Kette hat er auch genommen. Deswegen konnte er hier dann am Ende doch da einiges für sich verbuchen. Er bleibt auch erstmal einfach hier stehen. Weil aktuell interessiert so keinen Gegner, dass er da ist. Deswegen kann er da in Ruhe mal chillen. Der T32, der hat es mal mit HE probiert. Aber so natürlich nicht, mein Freund. Also, da muss schon mehr kommen. So, jetzt hat er wiederum nachgeladen. Er probiert es oben auf die Kommandantenkuppel. Aber er lässt es dann doch gleich gut sein. Der T32 bleibt weiterhin mit HE hier am Mann. Und hier weiterhin aber die 18... Mein Gott, die tun nicht wirklich weh. Und jetzt hat er es mal probiert, aber naja, T32 ist nicht so einfach. Aber der Franzose, der AMX Liberté, der macht es ihm da leichter. Seine eine Granate würde er jetzt natürlich auch gern rausballern, weil den Reload da vorne wäre noch einer gewesen, der T54 Light. Den hätte er noch beschießen können. Jetzt haut er da mal ab, weil klar, im Reload kann er da nichts reißen. So, aber jetzt hat er wieder alle Granaten im Magazin. So, der Type 4 schwer da von rechts. Da ist sein Team schon. Und, oh, das sind hier natürlich schon Brummer. Aber den Liberté, den haben wir vorher schon gesehen. Den kriegt er. Aber den, der will ihn nicht so. Der Liberté denkt sich auch, da ist der Type 4 schwer. Aber das ist ihm egal. Er bleibt weiter auf dem Franzosen drauf. Und da nimmt der Schwede jetzt ihn aber auch raus. So soll es sein. Er hat einfach mal den Type da ignoriert, weil er sich dachte, oh, der ist mir zu happig. Dann nehme ich mal lieber den kleineren dahinter. Und das hat perfekt funktioniert. So wie es sein soll. So, und was kann er jetzt gegen den T32 da machen? Er muss aufpassen, weil wenn er da jetzt in die Straße fährt, der Type 4 schwer, der ist da natürlich auch noch. Aber der kommt jetzt hier wohl in die Straße. Das heißt, er kann sich den T32 da von hinten packen. So, und da kommt jetzt auch noch ein AT-15 an, aber den hat er da ganz easy peasy raus. 7 zu 9, also bis dato aktuell alles noch möglich für beide Parteien. Oh, jetzt wird er da gekettet und ballert dann noch in den Pfosten rein. Also da hat er schon kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, so kann man sagen. So, natürlich im Reload-Haus heißt es wieder abhauen.
So, und jetzt. Oh! Ja, den nimmt aber mal Dant. Oh, und da hinten eine IS-3. So, sehr schön. Der erste saß zwar nicht, aber er hat noch zwei. Und wenn er den anderen noch anbringen kann, dann könnte das der Kill werden. Und oh, dann sein letzter Schuss vom Magazin landet da im Frack. Und jetzt kommt der T-32 und der S1 darum. Da muss er jetzt natürlich weg. Weil nicht, dass der T-32 da noch ganz viele Schüsse auf ihn rausbekommt. Aber der S1, das ist ein super leicht machbares Ziel, weil der einfach im Nahkampf keine Chance hat. So, der S1 ist nicht mehr zu sehen. Der wird sich natürlich auch gedacht haben, hoppala, was mache ich hier vorne eigentlich? Der PTA, der kurvt hier also auch rum. Und scheinbar will er sich den erstmal schnappen. Da würden alle Granaten reichen, die er im Magazin hat. Hoppala, der ist eins jetzt hinter ihm. Und auch für den reichen sie. So, der S1, der weiß jetzt natürlich auch genau, was ihn da blüht. Deswegen hat er sofort den schwedischen oder eher schon fast französischen Rückwärtsgang reingehauen. So, aber jetzt komm. Den kriegt er jetzt mal raus. Und jetzt hat er endlich mal den weg. Und jetzt kommt der S1 rückwärts angefahren. Auch interessant, jetzt mal mit dem Arsch zum Gegner dahin. So. Jetzt muss er natürlich aufpassen, denn wenn er sich jetzt hier umdreht, dann ist das Thema ganz schnell durch. Aber er lässt dem S1 hier wenig Chancen, dass er sich hindreht. Aber das ist auf Messerschneide. Und jetzt ist er da vor ihm. Jetzt hat er gekettet. So, und jetzt schnell weg. Und jetzt ist er seitlich. Jetzt kann sich der S1 nicht mehr so einfach drehen. Und jetzt hat er auch gleich nachgeladen. Und das ist genau das, was er braucht. Der erste sitzt. Und der zweite sitzt auch. Sehr schön. So, Badget gegen den PTA da noch am Fighten. Er lädt jetzt nicht nach. Er pinkt um Hilfe, wobei er wahrscheinlich eher damit sagen will, Junge, ich komme, ich halte durch. Badget hat jetzt hier das Nachsehen gehabt und jetzt geht er mit zwei Granaten in den Kampf gegen den PTA. Ob das so clever ist? Der erste Sascha mal nicht, jetzt hat er noch eine Granate. Da würde ich jetzt reloaden und dann genau erstmal weg. Weil wenn er ja nachgeladen hat, dann ist er ganz klar im Vorteil. Dann ist er nämlich am Drücker, dann heißt alle Granaten unterbringen und Tschüssikowski, PTA. So, jetzt hat er die Granaten wieder alle im Magazin. So, und jetzt kann der PTA da kommen. Er wartet jetzt erstmal auf den möglichen Gegner. Natürlich ist auch da der Puls beim Spieler immer hoch, denn jetzt muss man natürlich da wirklich ein bisschen Ruhe beweisen. Man muss die Schüsse ins Ziel bringen, weil klar, er weiß auch selbst, wenn er hier den Clip vergeigt, dann war es das auch für ihn, da hat er keine Chance, dann nimmt ihn der andere raus. Die Ruhe vor dem Sturm, anders kann man es nicht sagen.
Aber auch er wird natürlich da langsam ungeduldig. Kennt man ja selbst auch. Irgendwo will man jetzt einfach sagen, okay, jetzt ist rum. Jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt mache ich das Ganze und bring's nach Hause. Und jetzt weiß er, wo er ist. Jetzt ist er im Cap. Das heißt, er hat die ganz klare Überlegenheit. Denn jetzt kann er hier vonstatten gehen. Darauf hat er gewartet, dass er weiß, okay, wo ist er? In welchem Areal befindet er sich? Und dementsprechend hat er jetzt hier alle Möglichkeiten. Der erste saß schon mal nicht. Aber er wurde eben dabei auch noch nicht beschossen. Nur jetzt müssen alle drei sitzen. Zwei reichen nicht. Alle drei müssen sitzen. Den ersten, den er vergeben hat, den hat er sich erlauben dürfen. Der erste sitzt. Und jetzt haut der PTA ab. Der weiß nämlich ganz genau. Aber wir haben jetzt auch das Thema, wenn der PTA ihn jetzt nochmal trifft, dann ist es auch durch. Also, wer jetzt hier besser schießt, der hat es für sich. Der PTA verschießt. Jetzt muss er ihn machen. PTA ist im Reload. Aber der lädt halt nicht lange nach. Und da holt er es nach Hause. Dass das nochmal so knapp geworden ist, hätte ich nicht erwartet. Aber mit 1800 Basiserfahrung, muss man sagen, hat er hier wirklich alles richtig am Ende gemacht. Schöne Runde, schöner Panzer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.